Was geht ab, Freunde der Sonne? Wir zwei chillen gerade hier bei Hermakura und wir sind immer noch dabei, das neue Assassin's Creed auszuprobieren. Wir sind schon ein bisschen weiter gekommen, denn das ist heute rausgekommen, ja, und wir konnten direkt nicht widerstehen, sind zum Mediamarkt gesprintet und haben direkt ausprobiert, aber darum geht's gar nicht in diesem Video, denn ich wollte euch mal meine Freundin vorstellen. Ich habe mir eine neue Freundin zugelegt, ihr Name ist Franziska. Und die habe ich mir liefern lassen. Und da ist sie. Hier, da drin ist meine neue Freundin. Und ja, schon mal einpacken. Ja, genau, du darfst sie auspacken. Ich bin da. Ich teile da. Mhm. Pack sie mal richtig gut aus jetzt. So, wollen wir mal gucken, wie Franziska so aussieht. Also, ich habe gehört, sie ist echt eine geile Schnitte. Also. Nein, ich hab doch was Besseres. Eine scharfe Schnitte ist. Franziska ist echt richtig scharf. Was? Ja, hol mal das, den Boxcutter jetzt. Jetzt geht's los. Boxcutter ist übrigens auch ein Tricking-Move. Mann, ich will das nicht kaputt machen gleich. Weißt du? Ja. Ja, hier Informationen am Rande. Boxcutter gibt's im Tricking. Das wäre ein Kork mit einem Hookkick rausgekickt. Ja. So, hol mal Franzi raus jetzt. Ha. Okay. Also könnt ihr schon erkennen, was es vielleicht ist. Das hier ist meine neue Freundin. Nämlich die Franziska ist das. What the fuck? Guckt ihr das mal an, Alter. Ich habe echt richtig Spaß hier mittlerweile auf diesem Kanal. Und diesen Spaß lebe ich immer mehr aus. Jetzt. Ja, Mann. Guckt euch das mal an. Eine echte Wurfaxt. Eine Wurfaxt. Das ist eine fränkische Franziska aus dem Frankenland. Das ist richtig scharf, fühl mal. Aus dem Frankenland, ja. Damit haben damals die Barbaren oder wie das hieß, ja, die Franken oder so, haben damit gegen die Römer gekämpft. Letztens haben wir noch so eine kleine Doku darüber angeguckt und dann meinte ich, ey, so ein Ding brauchen wir als Halloween-Special. Also das hier ist eine Wurfaxt. Das sieht man da dran. Dass diese Klinge so leicht in so einem Winkel nach unten gebogen ist, ja, dafür, dass wenn man sie schleudert, sollte. Ja, dann fliegt die so und dann richtig schön zack in den Schädel rein. Also warte mal ganz kurz. Sieht richtig aggressiv aus, das Teil, oder? Ja. Hey, guck dir das mal an, hier richtig. Ich leg das mal hier auf den Tisch. Guck mal, da. Das hier oben ist so ein bisschen eingeölt, ne, wie immer, mit irgendwie irgendwas, damit das nicht rostet, glaube ich. Mhm. Aber die sieht schon gut brutal aus, oder? Ja. Die sieht richtig groß und massiv aus. Ja, heute haben wir schon das Video mit den Wurfmessern gedreht, ja, und leider ist und mit es dem Schwert. Zu dunkel geworden, genau, mit dem Schwert auch noch. Aber das hier kommt auf jeden Fall als nächstes dran. Ein paar Kürbisse haben wir noch im Auto und dann werden wir mal gucken, was diese Franziska so mit so einem Kürbis anrichten kann. Das was mit Kürbis du? Wird gut. Meinst du die? Ja, das Kürbis wird komplett kaputt gehen, was denn sonst? Komplett, der wird es richtig zerfetzen. Ne? Vielleicht machen wir daraus mal ein paar Slow-Motion-Aufnahmen, oder? Ja. Ich würde auch sagen, steht mir das Ding so? Ja. Ja, steht hier. Das fühlt sich echt mächtig an, ne? Ja. Also man hat auch das Gefühl, dass man die so richtig schleudern könnte. Mhm. Ist halt nicht so zu. Wie ein Tomahawk. Kennt ihr einen Tomahawk? Tomahawk von den Indianern. Ja, das kennt man auch. So, ne? Und dann Tomahawk. Ja, das ist echt krass. Ich habe noch nie mit einer Axt geworfen und das wollte ich unbedingt mal machen. Herr Makura wirft natürlich genauso. Ja, gegen Kürbis auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die ist schon echt geil ausbalanciert. Also man merkt, dass sie richtig zum Werfen geeignet ist. Und ich habe auch nachgelesen, ja, also eine Technik mit dieser Wurfaxt war, dass wenn da vorne irgendwie deine Feinde waren, dann hatte ein Krieger 10, 20 Stück davon und dann hat er die alle auf die geschleudert, teilweise auch in so einem bestimmten Winkel auf den Boden geschleudert, dass die Axt einfach rumgeflogen ist wie so ein Querschläger, ja, weil so eine Axt, wenn die auf dich zufliegt, du kannst gar nicht einschätzen, wo die dich jetzt trifft oder so. Da würde man sich damals einfach nur hinter seinem Schild verstecken und ja, das wollten wir echt mal in Real Life ausprobieren. Du tust dann den Kürbis auf deinen Kopf. Nee. Und ich versuch den dann so. Nee. Hier, nimm mal in die Hand jetzt. Hier. Was sagst du zu Franziska? Ja, ist schon stabil. Die Frage ist nur, wie man das wirft. Von hier oder von hier. Ja, ist so eine scharfe Schnitte ist das, ne? Man muss wahrscheinlich schon so werfen, ne? Ich würde sagen, mit einer Hand würde man das werfen, und oder? Und festhalten und dann. Ich weiß es nicht, ne? Das ist nicht so schleudert. Also ich würde auf jeden Fall mit einer Hand werfen, nicht mit beiden Händen.
Die ist jetzt so circa 50 cm groß, ja? Ja. Circa 50 cm und das ist schon gut mächtig, wenn man das so live in der Hand hat. Also ich habe nicht gedacht, dass sie so groß ist. Ich dachte, sie wäre ja, ne? kleiner. Man kennt ja so eine größere für 80 cm, meintest du? Ja, genau, 80 cm. Die wollten wir zuerst kaufen. Aber 80 cm, da dachte ich, boah, das ist ja schon so ein halber Meter. Und wenn das Teil dann da oben 2 Kilo wiegt oder so, da muss man schon mit 2 Händen werfen. Wollten wir erstmal klein anfangen, die große kaufen wir dann danach noch und dann... Ja, wir haben ja gesagt, wir testen alle Waffen hier auf diesem Kanal und dann könnt ihr euch das zu Hause reinziehen, ob die auch in Real Life funktionieren würden. Wie zum Beispiel meine neue Freundin hier, die Franziska. Ich wollte die einmal schmieren. Darum heißt Frankreich, glaube ich, ne? Weil die, weil die Franken mit dieser Franziska-Wurfaxt damals das alles da erobert haben. Echt? Ja, weil diese Axt echt so alles, haben wir doch in dieser Doku geguckt. Also korrigiert mich, wenn ich da was Falsches sage, ja? Also die Leute, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Aber die hat keine Tasche wie das Ninja-Schwert. Ja, braucht auch keine Tasche, das ist Accessoire. Assassina Krieger, Accessoire, ja? Hatte er nicht auch, in irgendeinem Assassin's Creed hat er nicht ja, auch so, so einen Tomahawk gehabt? Ja. Der hatte einen Tomahawk. Ja, hatte das war der Indianer. Tomahawk war nämlich das Wurfbeil oder... Was ist der Unterschied zwischen Beil und Axt? Das müsste man mal wissen jetzt, ne? Das weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, ein Beil ist das große Ding und eine Axt ist das kleine Ding. Oder ist es andersrum? Wer weiß das? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich weiß auf jeden Fall, dass das hier... Nein, das hier ist die Axt. Das Beil ist das große und das, ja. Die Axt ist bestimmt das kleine. Wer das weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, ihr wisst ja, Hashtag Franziska und schreibt in die Kommentare, was wollt ihr sehen. Also wir haben auf jeden Fall noch einen Kürbis im Auto. Nicht nur einen Kürbis, wir haben 2, 3 Kürbisse im Auto. Wenn Franziska unseren Kürbis überlebt, wovon ich ausgehe, was sollen wir dann mit Franzi kaputt machen? Also schreibt mal in die Kommentare Hashtag Franziska, wenn ihr wissen wollt, oder Hashtag Franzi, Franzi ist auch gut, wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht und falls ihr Vorschläge und Anregungen habt, was wir damit zerstören könnten. Also ich bin dafür, hier zum Beispiel. Ich schreibe gerade den Text für das nächste Video. Das ist schon echt absurd. Okay, ja, also ihr habt verstanden, was ich meinte. Schreibt mal in die Kommentare, was wir damit zerstören sollen. Wie mit dem Katana. Okay, Leute, wir sind gespannt. Ich würde am liebsten jetzt schon anfangen, aber es ist draußen schon dunkel. Es ist eben schon dunkel geworden, als wir am Film waren. Darum, morgen geht's weiter oder so, ne? Ja. Würde ich sagen, ja. Also direkt morgen würden wir anfangen, damit irgendwas zu zerstören. Mindestens den Kürbis und... Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Peace out, haut rein, macht's gut.